Zombie ist. Fragen Sie mal Ihre Kinder oder Enkel. Damit werden nämlich Leute bezeichnet, die nur noch in ihre Smartphones glotzen und dabei wie Zombies durch die Gegend rennen. Tja, was haben Zombies jetzt mit dieser herrlichen Seebühne zu tun? Sie sind die Hauptdarsteller. Einmal ein ganz anderes Thema bei den diesjährigen Weiherspielen in Marktschwaben. Und dementsprechend gespannt war man auf die Reaktionen bei der Premiere. Einst waren sie die Krone der Schöpfung. Und man konnte sich mit den Männern früher wirklich normal unterhalten. Ja, und nicht nur das. Sie waren für vieles zu gebrauchen. Frauenherrschaft im Jahr 2030. Die Männer leben hinter ihren Visualisierungshelmen in einem virtuellen Computerspiel und merken nicht, wie sie damit von den Frauen manipuliert werden. Tja, Sienna, so sind's wenigstens noch zu irgendetwas zu gebrauchen. Jetzt gehen wir mal in die Zukunft und da haben wir tolle Möglichkeiten, alles das, was man hier am Weiher toll abliefern kann, auch zu inszenieren, bloß ein bisschen anders. Also wirklich! Anders und ganz schön gewagt. Findest du mich wenigstens sexy? Planet XX und Dennoch grüßt das Y ist eine schräge Genderkomödie, in der zwei Welten um die Vorherrschaft kämpfen. Technikversessene Frauen, die Männer mit ihrem Hang zur ausufernden Computerspielerei zu willenlosen Sklaven gemacht haben. Und eine Gruppe Technikverweigerer, überwiegend Männer übrigens, die Frauen zurückerobern wollen. Der Theaterverein Marktschwaben entfernt sich mit seinem futuristischen, bisweilen unfreiwillig komischen Stück weit von seiner klassischen Freilichtspieltradition. Schwere Kost für das Stammpublikum. Ich glaub an diese Welt. Du und ich, wir geben der Welt die Freude zurück. Dafür, dass sie Planet XX zum ersten Mal präsentieren und ganz schön lampenfiebrig waren, haben es die Darsteller allesamt gut gemacht und ihre Weiherbühnen ausgiebig bespielt. Das kam auch an. Sehr gut, war lustig, unterhaltsam. War ein schöner Abend. Es war richtig gut. War schön futuristisch und alle. Und die Thematisierung von dem Videospiel fand ich ein bisschen witzig. Wäre das was für euch so mit Mützen auf und Putzen, Clubputzen? Ja, ich glaube, also als Männer kommen wir da ein bisschen schlecht weg über dem Stück. Also vielleicht eher nicht so. Wie es ausgeht und was es mit der seltsamen Rakete auf sich hat, das können sich alle Weiherspiel-Fans noch bis zum 6. August anschauen. Lothar Matthäus hat es salonfähig gemacht. Das sogenannte